Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, heute sehr spät, weil erst sehr spät zur Verfügung gestellt worden ist der Tagesbericht vom 17.12.20. Wir springen einmal in die Datei rein und sehen direkt auf den ersten Blick, das ist ein ganz schlechter Witz, meine Lieben. Seht ihr das hier? Gesamtbevölkerung 179, 173 in den Altersgruppen 60 und älter. Also das heißt, wir haben hier noch eine Differenz von 6. 6 Fälle bei den Menschen zwischen 0 und 59. Ein ganz schlechter Witz, meine Lieben. Ja, hier erzählen sie uns 26.923. Dann ja, Genesene 22.600 plus. Verstorbene haben wir ja die 698, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Wir haben einen Kreis mehr, der in der 7-Tages-Inzidenz über 50 gekommen ist. 9, die über die 100 gegangen sind. In intensivmedizinischer Behandlung haben wir 4.856 Personen. Gestern wurden 602 intensivmedizinische Behandlungen beendet. Davon sind leider 33% verstorben. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter runter. Heute haben wir, glaube ich, wieder zwei Tabellen dabei. Hier sehen wir auch wieder die Inzidenzen, also die höchsten Klopper haben an Inzidenzen. Da sehen wir aber wieder hier immer noch der Landkreis Regen. 504 Fälle in den letzten 7 Tagen. Und die Inzidenz ist auf über 600 gerechnet. Dementsprechend, ja, haben wir es ja schon gehabt, meine Lieben. Wir sind bei 29 Verstorbenen mit und an Covid-19 auf 100.000 Einwohnern angekommen. Für die Grafik hier, meine Lieben, gehe ich einmal auf das Dashboard. Baden-Württemberg. Ah, okay, da wurden gestern zu wenig übermittelt. Gut. Woher auch immer diese Diskrepanz kommt, jetzt lädt das hier gerade noch. Ja, wir gucken jetzt gleich hier nochmal auf die schöne Statistik hier. Die mache ich einmal größer, meine Lieben. Und dann gucken wir einmal. Na komm, wird größer hier. Da. Also, wir haben am 16.12. 13.581 Meldungen gehabt. Jetzt gucken wir hier nochmal auf den 15. Da waren es 18.589. Und Erkrankungsbeginne haben wir gemeldet bekommen am 15. 416. Hier unten ist noch kein einziger. Seht ihr das? Also wir haben gemeldet bekommen gestern 13.581 Fälle. Jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen nochmal hier oben auf die Zahl. Meine lieben Leute, seht ihr das? Schon wieder eine Diskrepanz von fast 100% zu den gemeldeten Zahlen. Das ist echt interessant, was die hier mit uns veranstalten. So, dann gehen wir mal weiter. Hier sehen wir, dass Sachsen weiterhin in der Gesamtinzidenz ansteigend ist. Wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir auch hier keine großen Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten. Wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Lieben, ich bin mittlerweile fassungslos, was das angeht. Wir haben insgesamt 51.759 Fälle in Pflegeeinrichtungen, gemeinschaftliche Unterbringung von Asylsuchenden, Obdachlosenunterkünften und Justizvollzugsanstalten. Davon waren 74% über 60 und älter. Hospitalisierungen hatten wir 8.664 und 7.078 sind davon verstorben. Bei den Menschen, die dort tätig sind, haben wir einen Anteil von 12% 60 und älter. Das hat 3.103 Personen ausgemacht von den insgesamt 26.615. Hier hatten wir 804 Hospitalisierungen und 67 Verstorbene. Natürlich ist es für jeden Verstorbenen traurig, es ist schade, es sind Angehörige, die dort zurückbleiben. Aber Leute, wir müssen die Gesamtheit sehen der Situation. Wenn wir jetzt hier sehen, der 4-Tage-R-Wert ist bei 0,82, der 7-Tage-R-Wert ist bei 0,79. Und wenn wir hier die Tabelle uns wieder betrachten, sehen wir, dass wir wieder einen Erkrankungsbeginn imputiert haben. Nochmal hier, geschätztem Erkrankungsbeginn für die Fälle mit fehlender Eingabe des Erkrankungsbeginns, grau. Wir sehen, dieser Teil macht den größten Batzen hier aus. Wenn wir jetzt auf das Orangene gucken, da gebe ich euch jetzt nochmal hier den kleinen Hinweis.
geschätzter Verlauf der noch nicht übermittelten Fälle in Orange. Also wir werden hier auch mit einer Schätzung wieder, auf gut Deutsch gesagt, hingehalten. Dieser ganze orangene Bereich, der hier drin ist, der ist ohne Beleg, der ist ohne eine Art und Weise, wie diese Schätzung zustande kommt. Und genau das gleiche mit dem geschätzt haben wir hier in dem grauen Bereich. Also meine lieben Leute, für Oktober, November müsste ich mittlerweile die entsprechenden Erkrankungsbeginne vorliegen haben. Auch hier sehen wir wieder Nowcast. Dazu haben wir auch hier wieder richtig schön die Beschreibung vor dem Hintergrund der durch das Nowcasting geschätzten Fallzahlen nach Erkrankungsbeginn. Also auch hier sehen wir, dieses Nowcast ist eine reine Schätzungsspekulation. Diese wird uns bis jetzt immer noch nicht belegt oder aufgeschlüsselt, wie man darauf kommt. Wie gesagt, 4.856 Personen sind momentan in intensivmedizinischer Behandlung. Die Quote der invasiv Beatmeten ist weiterhin bei 57% konstant. Wir haben insgesamt 10.052 verstorbene Personen, die einen Anteil von 25% der intensivmedizinischen Behandlungen ausmachen. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir heute... Ah, guckt ja hier, Leute, das ist doch interessant. Die SARI-Zahlen, absolute Zahlen. Guck mal, wo wir hier hängen, meine Lieben. In der letzten Woche bei knapp unter 500. Also auch wieder eine sehr interessante Sache. So. Also wöchentliche Anzahl der SARI-Fälle. Klammern ICD-10-Codes J09 bis J22. Sowie Anteil mit einer zusätzlichen, das ist jetzt ganz wichtig, mit einer zusätzlichen Covid-19-Diagnose, ICD-10-Code U07.1 unter SARI-Fällen mit einer Verweildauer von bis zu einer Woche. Daten aus 72 Sentinel-Kliniken. Also das heißt, in 72 Kliniken haben wir insgesamt unter 500, ja, so 570 müssen das ungefähr sein, Fälle gehabt mit einer SARI-Sentinel-Zentrum. Das sind also diese Kliniken, meine Lieben, die sich auf solche Erkrankungen spezialisiert haben. Wir sehen hier, der Anteil, wo eine zusätzliche Covid-19-Indikation kommt, liegt bei ungefähr 60%. Wenn wir jetzt ganz freundlich sind und nehmen 500 als Ausgangsbasis, also 300 Personen, die zusätzlich zur SARI-Aufnahme entsprechend die Covid-19-Indikation dazu haben. So, jetzt gucken wir einmal hier auf die Gesamtzahl, weil die Gesamtzahlen sind die interessant sind. Leute, seht ihr hier, 444 Fälle. Kalenderwoche 40 bis 48 waren 3.102 Fälle. Hier hatten wir einen Covid-Anteil von 44%. Auch da nochmal der Hinweis, es sind zusätzlich. Also es kann auch sein, dass da nur zwei, drei Symptome sind, die halt Covid zugesprochen werden, die aber vielleicht gar nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Wir haben hier eine Quote von 60% in der Kalenderwoche 49 gehabt. So, jetzt gucken wir mal hier. Also hier sehen wir 2019. Guckt euch das mal an, meine Lieben. Guckt euch das mal an. Wenn wir hier den Mittelwert liegen, da sind wir sogar bei weniger Notaufnahmen in diesem Jahr als im letzten Jahr. Seht ihr das? Das Einzige, wo wir einen Anspruch hatten, war im Februar. Im Februar hatten wir einen leichten Anstieg, wo wir über 2019 gelegen haben. Und danach sind wir mit den Notaufnahmen komplett unter dem Jahresdurchschnitt von letztem Jahr. Das wird ja immer besser hier, meine Lieben. Echt. Fieber... Kennungsrate verglichen mit offiziellen Covid-19-Zahlen. Jetzt guck mal hier. Hier haben wir auch zwei unterschiedliche. Wir haben einmal die Detektionsrate, das ist dieses Lilane, was hier so schwankt, und die bestätigten Fälle. Und da sind wir, ja, wenn wir das jetzt so sehen, die bestätigten Fälle, ist dieses Graue, ja, so bei circa 5.600. Es ist echt ein Witz, was hier abgeht, meine Lieben. Ich bin das gerade am Überlegen, war nicht heute noch die
Sterbezahlen. Ich glaube, nee, die kommen, glaube ich, morgen, ne, meine Lieben. Also wir sehen hier, dass wir in diesen ganzen Zahlen, das sind offizielle Zahlen vom RKI, meine Lieben. Und wenn man sie sich genau anguckt, dann sieht man, dass wir also unter dem Durchschnitt der letzten Jahre sind. Seht ihr das? Wir sind unter dem Durchschnitt des letzten Jahres an Notaufnahmen. Alle Notaufnahmen. Daran sieht man, gerade hier sehen wir das. Das ist nämlich genau dieser Abstrich. Seht ihr das, meine Lieben? Das ist genau dieser, wo wir den Anstieg der Fälle hatten. In dem Moment sind die innerhalb von wenigen Tagen, man kann sagen, innerhalb von 15 Tagen, um fast 50, ja, so 45% die Notaufnahmen eingebrochen. Und die sind seitdem auch nicht wieder auf das Vorjahresniveau angestiegen. Also ich werde über diese Tabelle morgen noch ein Video machen, über diese Auswertungen hier, weil da haben wir schon wieder den nächsten Skandal in den Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. Jeden Tag haben wir den Skandal mit den Nowcast-Schätzungen, also dass hier wirklich reine Schätzungen rein sind. Alles, was blau ist, sind bestätigte Fälle. Alles, was grau und orange sind, sind entsprechend... Ihr seid, Leute, ich mache das nochmal ein bisschen größer, dass ihr das mal vielleicht ein bisschen besser... Ja, so kann man es relativ gut erkennen. Seht ihr das hier, wie groß dieser Anteil an den Schätzungen ist? Und wir sind hier, wie gesagt, weiterhin bei den bestätigten Erkrankungsbeginn. Also da, wo wir wirklich eine Erkrankung vorliegen haben, die auf Basis der Symptomatik ist, die für SARS-CoV-2 bzw. für die Covid-19-Erkrankung vorrangig genannt werden sind, sind wir bei unter 10.000 im Durchschnitt. Und das ist, meine Lieben, das ist ein ganz schlechter Witz, wenn wir das uns jetzt mal ganz nüchtern betrachten. Ja, ich werde euch das hier wieder drunter verlinken, sowohl die Seite, wie ihr auf zu diesem Tagesbericht kommt. Ich werde euch das Dashboard auch wieder verlinken. Und wie gesagt, ihr könnt selber hingehen in dem Dashboard. Unten rechts die Tabelle, klickt ihr auf Groß. Und dann seht ihr hier, wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr die Anzahl an Meldungen. Wir reden hier über die Meldungen. Wir reden über Erkrankungsbeginne. Wie gesagt, hier sehen wir in der Spitze, das ist bisher der höchste Ausläufer, den wir hier hatten. Da haben wir Erkrankungsbeginn gehabt am 2.11. 9.635 Fälle. Wenn wir jetzt am 2. mal ein bisschen höher gehen, dann sehen wir, dass wir 8.938 Meldungen hatten. Und diese Meldungen, sage ich nochmal ganz klar, der Hinweis, wenn ich etwas melde, ein positives Testergebnis und dieses Testergebnis nicht validiere, nicht überprüfe, dann bleibt ein Meldedatum stehen. Und wenn dieses Meldedatum dort steht und ich habe keine Bestätigung darüber, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich ein falsch positives Testergebnis hatte, aufgrund dessen, dass kein Erkrankungsbeginn nachgemeldet worden ist. Wie gesagt, meine Lieben, ihr seht es hier selber, wir haben sehr viele Meldedaten, wir haben relativ wenige Erkrankungsdaten. Wie gesagt, im Durchschnitt weit unter 10.000 an den Tagen, wo wir diese Meldungen hatten. Wir sehen auch wieder gestern, dass wir 13.581 gemeldete Fälle haben, wo tatsächlich eine Meldung stattgefunden hat. Uns werden hier aber 26.923 angezeigt. Selbst wenn ich jetzt die 3.000 irgendwas, die gestern aus Baden-Württemberg falsch, zu wenig gemeldet worden sind, selbst wenn ich die abrechne, ist das immer noch eine exorbitante Differenz zu dem, was uns hier angezeigt wird. Wie gesagt, ihr könnt euch, guckt euch das Ganze bitte selber an. Ich verlinke euch das wie immer unter den Videos. Und in dem Sinne, meine Lieben, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, die Zahlen sind heute erst sehr spät abrufbar gewesen. Dementsprechend kann ich das Video jetzt auch erst nach 21 Uhr online stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es trotzdem morgen im Laufe des Tages euch anguckt, weil hier wieder sehr viele Ungereimtheiten drin sind. Muss man ganz ehrlich und nüchtern betrachtet so sagen. Ja, und in dem Sinne, liken, teilen, kommentieren, gerne auch noch ein Abo dalassen. Wenn ihr abonniert, bitte auch die Glocke aktivieren. Und in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein. Macht euch diese Quellen, die ich euch hier nenne, bitte auch selbst zugänglich und kontrolliert das auch nach, was ich euch erzähle, damit ihr nicht einem falschen Fuchs oder Ähnlichem auflauert. In dem Sinne, einen schönen Abend noch.